kann ich die Gelegenheit ja mal nutzen, was wir heute vorhaben. Also wir werden heute fast nur Landstraße fahren, Autobahn gar nicht, weil ist im Programm nicht vorgesehen. Wir werden das Auto beladen, ich muss ein paar Sachen wegbringen. Ich muss zu Axel, unsere E-Cube Island müssen da wieder hin. Wir sind am Testen. Also wir werden ungefähr eine Beladung wohl von, wie gesagt, 1,2 Tonnen kriegen wir wohl den Wagen rein. Mal gucken. Wir haben jetzt 4 von den E-Cube Island drin. Waren doch 4, ne? Ja, 4, 150 Kilo, 600 Kilo. Ich habe jetzt noch eine Palette geholt, die muss ich zu meinem Kumpel bringen. Da sind Akkus drauf von E3DC. Die wiegt auch noch mal gute 500 Kilo, also 1,1 Tonnen. Also 1,175 mit mir drin, ne? Also ich wiege ja nur 75 Kilo. Und jetzt kriegt ihr natürlich ordentlich einen auf den Arsch, ne? So, Tür zu. Gut, dass wir Seitenhub haben. So, Leute. Jetzt kommt der Reichweitentest. 1,1 Tonnen sind drin. Ich bin überrascht. Also dass das reingeht, quer, gute Sache. Ich habe ja quasi Strom jetzt mit. Ne? Ja. Ich habe ja quasi in unserer E-Cube Island sind 5,6 Kilowattstunden drin. Und da das gleiche nochmal 3, aber da sind 9,6er. Die Größen hier sind 9,6. Ich habe also 35 Kilowattstunden bei mir. Ne? Also ich kann dann, wenn ich Zeit habe, den ganzen Wagen nachladen. Ja, Auto ist voll. Da geht auch nichts mehr rein. Und Ladungssicherung können wir uns sparen. Übrigens, Ladungssicherung bei dem Auto ist nicht einfach. Weil keine... Nee, falsch. Muss man auf. Das auch gehabt, ne? Ja, ja. Wir haben eigentlich nur 6 Zugpunkte am Boden. Die haben wir alle zugestellt. Also mit Ladungssicherung ist halt nicht. Ne? Aber das steht ja auch alles so fest, dass wir da keine Sorgen haben. Ne? So, ich mache mich auf den Weg. So, Leute. Eingestiegen und losgefahren. Also, das merkt man, dass da jetzt gute 1,2 Tonnen drin sind. Nicht vom Fahren her, der fährt problemlos an, der Wagen. Das merkt ja ein Elektroauto sowieso nicht. Aber es ist jetzt so ein bisschen behäbig. Man merkt schon, da ist jetzt ernsthaft Gewicht drin. Ich bin mal gespannt, ob sich das wirklich auf die Reichweite bemerkbar macht. Ja, es schippt natürlich jetzt auch gewaltig was bei der Rekuperation. Das darf man nicht vergessen. Ne? Übrigens mal auch kurz mal so, was halte ich von der Ausstattung? Also was ich hier klasse finde, ist, es ist ähnlich wie im Seat Mii. Du steigst ein und du glaubst, du steigst in den Verbrenner ein. Es ist alles an dem Ort, wo es sein muss. Also auch für Leute, die umsteigen jetzt vom Verbrenner auf so ein Fahrzeug, auch hier wieder ganz klar zu sehen, das kannst du sofort bedienen. Hier kommst du ohne Einführung, ohne Handbuch sofort zurecht. Das finde ich sehr, sehr gut. Das macht halt sofort Laune, wenn man einsteigt und nicht großartig erst was rumtüdeln muss oder irgendwo in Handbüchern wühlen muss. Ne? Das ist schon klasse. Ne? Also da hat das Auto auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Ja, man merkt, ich muss jetzt ein bisschen, also was heißt Berge, wir haben in der Hude haben wir keine richtigen Berge, aber für mich sind das immer Berge. Er muss jetzt also einen Berg hoch und ja, er braucht ganz schön, also das ist schon nicht ohne, weil er muss jetzt ja schleppen. Er muss ja sehen, dass er jetzt die 1,2 Tonnen mitnimmt. Ne? Das ist auch jetzt gleich schwierig, ich muss die Cases gleich tauschen, also es müssen 4 Cases raus und 4 neue rein, die wiegen genauso viel und ja, jetzt habe ich die Palette da hinten vorgestellt. Die muss an einem anderen Ort raus. Und wir fahren zu Axel und er hat keinen Gabelstapler. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir fahren jetzt einen Augenblick. Das dauert. Ich muss so knappe... Ja, Axel ist so 60, 70 Kilometer. Nee, nicht ganz. 50. Ja, und dann zum nächsten Punkt nochmal. Und ja, und dann wieder zurück. Und dann müssten das so... Also es sind... Was ich halt fahren muss, gute 200 Kilometer. Die Tour kenne ich schon vom Maxus, der schafft das problemlos. Der kommt mit der Restreichweite so von bis 5, 6 Kilometer kommt der zu Hause an, der Maxus. Ne? Also auch immer so beladen, wie wir das jetzt haben, ähnlich. Der Maxus kann ja auch 1,2 Tonnen. Nee, der kann er gar nicht, ne? Der kann nur eine Tonne, ne? Oder 1, ist auch wurscht, egal. Jedenfalls ist da mehr Platz. Mir ist das hier gnadenlos zu eng. Das muss man sich genau überlegen, ob das wirklich ausreichend ist vom Platz her für ein Handwerkerfahrzeug oder für ein Lieferfahrzeug, was quasi jeden Tag im Lieferdienst arbeitet. Und hier auch nochmal, ich hatte das glaube ich auch schon erwähnt, eine zweite Tür ist beim Handwerkerfahrzeug, wenn es nicht als Werkzeugausstattung fährt, also nicht mit einer Werkzeugausstattung fährt, ist die zweite Tür wirklich wichtig. Ja, das gibt immer wieder Situationen, wo man die Tür, die Schiebetür eben auf der anderen Seite auch braucht. Ne? Das würde ich immer so bestellen.
Leute, bei Axel angekommen, kleiner Zwischenbericht, 18,2 Kilowattstunden, 70 Kilometer gefahren, also seit ich bei Dennis losgefahren bin. Alles gut. Was mich so ein bisschen stört, was mir auffällt, ist dieser Kindergarten-Wahlhebel hier, der Fahrstufenwahlhebel. Ich meine, das muss irgendwas sein, was man in der Hand hat. So, ja, da sind wir bei Axel. Axel kennt ihr ja schon aus den Wohnwagen-Videos, ne? Und ja, da seht ihr, Axel hat jetzt zwei Teslas. Axel hat sich einen richtigen gegönnt für Erwachsene und der ein bisschen mehr Power hat. Und den anderen kriegt seine Frau. So, die Dinger haben wir fertig. 150 Kilo wiegt ein Ding. Wir haben einmal schon gewechselt. Drei andere sind rein. Die muss ich wieder zu jemand anders hinbringen. Und ja, und jetzt müssen wir hier mit noch ein paar Experimente machen. Veranstaltungstechnik, wissen wir ja, das ist ja unser Ding, wo wir Bock drauf haben. Ne? Dass wir das, ja. Dass wir die Versorgung hinkriegen von der Bühne. Ne? Jungs, deswegen übrigens drei Stück. Eins für Licht, eins für Ton und eins natürlich für die Bühne. Das ist das, was wir wirklich vorhaben. So Leute, mal wieder kurz ein kleines Zwischenfazit. Ich habe jetzt 80 Kilometer gefahren, bin bei 18,6 Kilowattstunden. Und ja, soweit alles okay. Ja, das ist auch eine längere Strecke, die wir jetzt über Land fahren müssen. Ja, gute noch 70 Kilometer. Dann lade ich die eine Palette noch aus. Ja, und dann geht es im Prinzip wieder nach Hause. Ich muss noch zu einem Kollegen. Da muss ich auch noch ein bisschen was abklären, aber da muss ich nichts ein- und ausladen. Naja, und dann sollten wir so bei der Standardstrecke, die ich ja sagte, die ich schon öfter mit Maxus gefahren bin, sollten wir so bei 200 Kilometer sein. Mal gucken, ob das klappt, ob wir dann auch wirklich mit dem 50 Kilowattstunden Akku hinkommen. Ja. Die 120 Kilometer sind geschafft. Jetzt Stadtverkehr, viel Stadtverkehr. Ich muss jetzt komplett durch Bremen durch. Das lässt sich auch nicht ändern. 17,9 bin ich beim Verbrauch und kann noch 124 Kilometer fahren. Also ich bin wirklich überrascht. Der Verbrauch ist spitzenmäßig. Ihr dürft nicht vergessen, wir fahren ein volles Auto. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Leergewicht hat. Vermute mal, dass der locker seine 2 Tonnen auf die Waage bringt, also Leergewicht, wenn nicht sogar mehr. Wir haben 1,1 Tonnen drin. Wir sind also garantiert über 3 Tonnen. Und dafür ist der Verbrauch ein Traum. Und ich bin nicht am Rumökologisieren. Ich fahre natürlich auf Eco, weil das völlig ausreichend ist, Leute. Ja, um im normalen Verkehr mitzuschwimmen. Man muss hier nicht die Power-Taste drücken. Das ist alles völliger Blödsinn. Also ich fahre im Eco-Modus. Ich schwimme im Verkehr mit. Ja, und ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer verangetan. Hätte ich nicht geglaubt. Weil ich weiß einfach vom Maxus, der ist ganz schwer unter 24 Kilowattstunden zu kriegen. Ne? Und der hat 56 Kilowattstunden Akku. Also da, um da 220 Kilometer mitzuschaffen, muss man sich richtig anstrengen. Ich habe mich jetzt für die 120 so gut wie gar nicht angestrengt. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Ich musste ein paar Mal anhalten, ausladen, einladen. Habe ich auch alles nicht gefilmt, weil es völlig uninteressant ist. Ja? Und ich musste jetzt viel Stop and Go fahren. Wie gesagt, komplett Bremen Feierabendverkehr und ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Also kann man ernst nehmen, richtig ernst nehmen. Nur um das auch gleich mal zu sagen, wir hatten das ja anfangs auch schon gesagt, ich persönlich würde immer die 75 Kilowattstunden Variante empfehlen. Einfach aus dem Grund, wenn man als Handwerker, so wie wir, vom Lande kommen und auf dem Lande unterwegs sind, dann ist das ein Stückchen Sicherheit. Ne? Also ich muss ganz sicher, egal wie ich fahre, 250 Kilometer muss ich schaffen. Also so, dass ich auch abends nach Hause komme und ohne, dass ich mir Gedanken über Laden tagsüber machen muss. Ne? Natürlich kann ich, wenn ich lange beim Kunden bin, wenn ich also irgendwo Arbeiten durchführe, kann ich natürlich locker mit dem Notlader oder auch wenn ich ein entsprechendes ein Juice Booster oder Energy Kick oder irgend sowas bei mir habe, kann ich natürlich beim Kunden laden. Ne? Und kann dem Kunden das irgendwie gut schreiben auf eine Rechnung oder sowas. Das macht ein Kollege aus Walsrode schon lange. Der hat auch lauter Zoes. Entschuldigung, hat der Kangoos hat der, die funktionieren ja auch gut. Und das macht er schon Ewigkeiten, ne, dass er quasi den Kunden eine Gutschrift gibt, wenn er da laden kann. Das kann man alles machen.
Also, es ist so, dass man dieses Auto als Handwerkerauto, was ich im Moment sehe, kann man durchaus ernst nehmen, ne? Wenn man nicht über 1,90 Meter ist. Ne? Und das ist das, was ich nach wie vor hier anklage. Und mir tut mein Knie ohne Ende weh. Und das ist das, was die Sache so ein bisschen nervig macht im Moment. Ne? Weil ich habe noch garantiert über 100 Kilometer zu fahren. Bin auch das letzte Ding los. Die Palette ist raus. Fahre jetzt also quasi nur noch mit einem einzigen Case. Die anderen drei Cases habe ich auch schon dahin gebracht, wo sie hin mussten. Habe also nur noch das Case dabei, was mich im Notfall davor retten soll, wieder liegen zu bleiben. So, jetzt sieht das aber ganz gut aus. Ich habe das nicht mehr weit nach Hause. Noch 20 Kilometer ungefähr. Habe aber noch 58 Kilometer Reichweite. Alles gut. Jetzt kann ich mir natürlich denken, ihr wollt natürlich sehen, hätte das im Notfall funktioniert. Ja, denke mal, ich fahre meine Halle und wir schließen das mal an. Ja, beim Seat hat es ja funktioniert. Vielleicht geht es hier auch nicht. Aber mich interessiert es selbst auch. Also, das werden wir gleich nochmal eben machen, bevor ich die Kiste auslade. Und dann habe ich ja noch so viel Restreichweite, um noch wieder zu Dennis zu kommen. Ich hoffe, das klappt. Ja, müsste. Es ist jetzt mittlerweile 7. Oh, nee, Jungs, 6 Grad. 6 Grad haben wir. Oh. Aber hier drin ist nicht kalt. Also, das ist schon cool. Innenraum ist klein, ne? Das ist ja immer das Geil, wenn der Innenraum klein ist. Im Twizy frierst du ja eigentlich auch nicht. So, wir sind wieder im Gewerbegebiet Ritterhude. Eben schnell die Kiste ausladen. Und dann gucken, ob es geht. Und dann ab zu Dennis. Wir sind jetzt bei 18,8 Kilowattstunden. Wir haben zwar wieder 8 Grad draußen, aber die meiste Zeit vorhin, das war schon so 6, 8 Grad, das war übel. Merkt man sofort in der Reichweite. Ich war runter auf 17,4 Kilowattstunden, was ein sensationell guter Wert ist für den Wagen, wo ich ganz normal gefahren bin. Ich bin zwar mit Eco angefangen, habe aber dann festgestellt, ich bin ja ein paar Mal aus- und eingestiegen, man muss Eco immer wieder von Hand einschalten, sonst steht er auf normal. Also habe ich das gar nicht gemerkt, alles gut. Ist ja super, der Verbrauch. Also ich habe jetzt noch eine Reichweite von gut 40 Kilometern. Also 220 Kilometer sind gesetzt. Und ich habe jetzt ausgeladen, weiß ich nicht, jetzt vor 10 Kilometern habe ich ausgeladen. Also alles super. Ja, ich habe jetzt quasi ja nur noch die 150 Kilo drauf. Bin also die meiste Zeit letztendlich voll beladen gefahren. Das ist ein sensationeller Wert. So, ich muss mal in meine Halle aufmachen, wir da gleich reinfahren können, weil das regnet ja Bindfäden. Weil das brauchen wir ja nicht bei Regen machen. Und kein Auto im Weg, keine Nichte, die rumsteht. So. Ja, jetzt sind wir. Schön hier, Ruhe, Frieden. So. Zumachen wieder. Und dann mal check machen, ne? Ob da was geht. So, gucken wir mal. So, es blinkt irgendetwas, grün, und wir gucken mal, ziehen wir Strom? Ja, er schaltet hoch. Also, wir hätten uns tatsächlich... Wir sind jetzt bei 2100 Watt. 2100 Watt. Wir hätten uns also tatsächlich helfen können, Leute. Finde ich total geil. Das ist das zweite Mal, dass das jetzt klappt. Also auch der Opel lässt sich locker aus dem E-Cube Island, aus unserer Zauberkiste laden. Finde ich total geil. Irre.
Also es haut wirklich hin. Ja gut, da sind nur 5 Kilowattstunden, 5,6 drin, aber zumindest müsste man nicht schieben. Ne? So, machen wir uns auf den Weg zu Dennis. Das hat funktioniert, können wir ausmachen. So Leute, auf dem Weg zu Dennis, Fahrzeugtausch. Ja, ich kann mein Fazit ziehen. Fangen wir mal erstmal mit den negativen Sachen an. Hatte ich euch ja schon mehrfach gesagt, ich sitze beschissen. Das ist das eine und ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, dass da so wenig Zugüsen sind für die Ladungssicherung. Ne? Ansonsten nur Positives, vielleicht noch eins. 50 Kilowattstunden Akku ist ein bisschen knapp. Also ich habe jetzt 183, 185 Kilometer, habe noch 40 Kilometer Restreichweite bei 18,8 Kilowattstunden Verbrauch. Also sagen wir mal, die 220 Kilometer beladen sind gesetzt. Ich bin ungefähr 170 Kilometer voll beladen gefahren, also mit 1,1 Tonnen plus mir drin. Und das ist völlig in Ordnung. Nur, es ist ein sichereres Gefühl mit 75 Kilowattstunden, weil dann sind die 250 Kilometer sicher. Und das ist eben das, was der normale Handwerker auf dem Lande auch so täglich mal fahren muss, ja. Ansonsten Bedienkonzept super, ich komme super zurecht, ich finde den Tempomaten hundertprozentig. Ich habe ganz zum Schluss, weil es doch noch kalt wurde und gar nicht kalt im Wagen, sondern weil die Scheiben beschlagen sind, sogar noch die Heizung gebraucht. Also ich habe alles genutzt, ich wusste nicht, dass man Eco immer wieder einschalten muss, den Eco-Mode. Bin also quasi, weil ich ja 20, 30 Mal ausgestiegen bin heute, habe also die ganze Zeit auf Normalmode bin ich gefahren, das gar nicht gemerkt. Also das macht scheinbar auch nicht allzu viel aus. Dennis hat 185 Kilometer geschafft. Mit dem leeren Wagen. Also die Beladung scheint jetzt nicht so ein großes Problem zu sein. Das habe ich aber bei Maxus auch schon festgestellt, dass das nicht so das Problem ist. Also dieses Auto ist aus meiner Sicht unbedingt zu empfehlen. Beispielsweise Elektriker, Klempner ist grenzgängig, weil die brauchen teilweise doch etwas größere Autos. Ist zu empfehlen Hausmeister-Service, kann man den sehr, sehr gut für einsetzen mit einer zweiten Tür. Ja, selbst für Getränkelieferanten, der eine, den wir gut kennen, Flaschenpost, ist das ideale Auto, die haben auch nichts Größeres, weil er ist vom Verbrauch her wirklich genügsam, also auf jeden Fall besser als der Maxus und das finde ich schon beeindruckend. Ne? Ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt uns einen Daumen hoch und ihr wisst ja, ein Abonnement bei YouTube ist niemals umsonst, aber es ist immer kostenlos. Leute, haut rein, bis zum nächsten Video, macht's gut und tschüss. So, nochmal ein kleiner Nachtrag, dass ich euch auch keinen Scheiß erzähle. Ich bin jetzt bei Dennis angekommen. Ich bin 191 Kilometer gefahren und ich habe noch 34 Kilometer Restreichweite. Und eins kann ich euch sagen, die Anzeige ist sehr genau. Also es ist wirklich, das haut hin. Kann man wirklich ernst nehmen. Das ist eben ganz entscheidend für Handwerker, dass sie sich auf die Anzeige auch wirklich verlassen können, ne? Alles klar.